giant magical prison. You should invest in one of these for Kirkwall, Aveline. What are you on about? Your guardsmen have their hands full chasing down blood mages and abominations. I thought you might like somewhere to put them. The redeemable go to the Circle. The rest? Go in the ground. Maybe they can design it to shock anyone who says something bad about you. Ja, genau, ein Halsband doch. Oh Mann. Let's make this quick. We're more used to the city on the surface. Kleine Geldbörse. I think I'll see how the familial epiphany turns out, thanks. I didn't expect you to listen. But be careful. You'll do what you need to. But these things don't always turn out the way you hope she... They will. Mhm, okay. Jetzt stockt das Spiel wieder. Ach man, verarsch mich nicht. Korallenbruchstück. Ja, also ich finde es momentan eigentlich ziemlich interessant. Ja, vom Dragon Age 2. Ach nee, ich halte mich noch erstmal zurück mit meiner Meinung. So, das Privileg der Wächter. Wir haben nur erfahren, dass dies eines der großen Geheimnisse der Grauen Wächter ist. Es muss um jeden Preis beschützt werden. Wie üblich sind wir also äußerst bestrebt, unsere eigenen Leute zu täuschen. Aber warum sollten wir verheimlichen, dass die tiefen Wege nicht nur von den Zwergen, sondern auch von uns, gestaltet wurden? Ich habe Aufzeichnungen gefunden, die aus dem Jahre 1004 TE aus der Zeit nach der ersten Verderbnis stammen. Die Wächter früherer Zeiten hatten herausgefunden, dass einige Kreaturen der dunklen Brut denken und sprechen konnten. Oh ja, da kennen wir einen. Oder zwei. Ja, zwei kannten wir. Einer müsste noch leben. Hinausfähig waren Teile der Horde auch nach dem Tod des Erzdämons weiterzuführen. Einige wenige von ihnen konnten sogar Magie wirken, deren Macht der eines Magisters aus Tevinter gleichkam. Und aus diesem Grund fürchteten die Wächter sie. Es war hier in den Wimmarkbergen, dass Wächter Saschim-Saschamiri ihre Falle aufstellte, um die gewaltigste dieser Kreaturen einzufangen und zu untersuchen. Jene, die sich Korypheus nannte. Ach so, also ist wie der Prophet, ne, wie hieß er nochmal? Der Architekt, genau. Wie der Architekt. Korypheus ist auch einer der dunklen Brut, der reden kann. Oh. All of this under Kirkwall. Wonderful. You never get rid of them. Not completely. Darkspawn for Wardens. Hard to say, isn't it? But I can suffer the Wardens. Ja, ich werde die ganze Zeit unterbrochen. Es gibt Essen, Mama ist da. Ja. Auf jeden Fall, die Kiste wollte ich noch untersuchen. Habe ich das nicht schon gemacht? Nein, ich glaube nicht. Das war so klar. Oh Mann, ich bin auch echt doof. Scheiße, okay. Ja, es gibt Erfahrungspunkte. Wenn auch nur wenig, egal. Ich glaube, ich nehme mal den DLC jetzt hier mal zu Ende auf. Vielleicht bin ich ja jetzt hier schon in der dritten Folge, wie auch immer. Ist vielleicht auch ein bisschen angenehmer für mich, dann habe ich den direkt alles fertig aufgenommen, brauche alles nur noch zusammenknippeln in ein paar Parts. Ups. Hui. Was ist denn hier noch los? Mhm. Da hinten ist der Typ, der Haarausfall hat. Schicke Frisur. The key. Did they find it? The dwarves. I heard them. Looking, digging. How do you bring the key here? Meint er meinen Stab hier? Ey, der sieht aus wie einer von den Grauen Wächtern. Hm. Welcher Schlüssel? You mean this? How is this a key? Magic. Old magic it is. Magic from the blood. It made the seals. It can destroy them. Mhm, fantastisch, noch ein Wahnsinniger. Let me guess. You want to drink my blood too? Blood? The blood of the hawk? Are you the hawk? Yes, I smell magic on you. But you hold the key to his death. Yes, I can show you out, yes. Was seid ihr oder wer seid ihr? Who are you? What's wrong with you? You ask me that? I am the one who belongs here, not you. You are no darkspawn. He's in Grey Warden armor. Maybe he used to be one. You hear it, no? Hear it calling. I smell it in you. I know the way out. Follow me. Down and in, down and in. Ich glaube, er ist einer von den dunklen Wächtern, die komplett von der Verderbnis jetzt eingenommen wurden. Ihr wisst ja, oder vielleicht wisst ihr es nicht, kommt darauf an, dass die grauen Wächter ja selbst verderbt sind, wenn sie, ja, weil sie ja das Blut von den Erzdämonen trinken und somit dann halt auch resistent gegen die Verderbtheit sind, aber nach Jahren, ich weiß nicht, 30 schätze ich mal, oder wenn sie älter werden, nimmt die Verderbtheit überhand und die Träume von dem Erzdämon oder von der dunklen Brut, und dann begeben sie sich eigentlich in die tiefen Wegen, um dort bis zum Tode zu kämpfen, weil man sonst der Verderbtheit erliegt. Und ich glaube, das ist jetzt gerade bei ihm der Fall. Er ist einer der grauen Wächter, die jetzt hier in die tiefen Wege gekommen sind, um zu sterben. Man sieht es vielleicht an seinem Haarausfall. Das wäre jetzt meine Spekulation. Vielleicht sagt er uns das ja noch. Ich soll euch vertrauen? Because I always like to follow the advice of tainted crazy people. Not crazy. No. Trust me. I know the prison secrets. The seals hold us in. Anything comes in. Nothing ever leaves. Not without the key. You must use it, yes. On the seals. Every seal. You touch the key to it. Only then they open. Only for the hawk. Not back. Not up. Only way out is down and through the heart. Down. Down. In the depths. Well, that made everything much clearer. Ja, dann folgen wir ihm mal, obwohl es gerade so aussieht, als ob er verschwunden ist. Okay. Knochenwerk. Wunderschön. Das Gefängnis der Wächter. Das Gefängnis der Grauen Wächter in den Wimmarkbergen soll angeblich vor mehr als 1000 Jahren erbaut worden sein. Das Wissen um die ursprüngliche Bauweise ging zwar im Laufe der Geschichte verloren, aber die Kommandanten der Wächter in den freien Marschen haben das Geheimnis des Gefängnisses über die Jahrhunderte hinweg bewahrt. Das Gefängnis liegt verborgen in einer riesigen Spalte in den Wimmarkbergen, weit entfernt von jeglichen leicht bereisbaren Gebirgspässen. Darüber hinaus haben die Wächter selbst Gerüchte über Banditen und Bestien verbreitet, um Entdecker davon abzuhalten, sich dem Ort zu nähern. Das Gefängnis besteht aus einem zentralen Turm, der in den Spalt hineingebaut wurde, sowie einzelnen Brücken, die auf magische Weise aufrechterhalten werden und Zugang zu den verschiedenen Ebenen des Turms gewähren. Jede Ebene wurde durch ein Ritual der Blutmagie versiegelt, bei dem ein Magier mit unverdorbenem Blut seine eigene Lebensessenz verwendete, um eine magische Barriere zu erschaffen, die zwar von außen überwunden werden kann, von innen jedoch absolut undurchdringlich ist. Diese Zugänge ohne eine Möglichkeit der Rückkehr haben dafür gesorgt, dass weitere dunkle Brut und möglicherweise auch arglose Reisende innerhalb des Gefängnisses gefangen wurden. Und jene, die in ihnen verschwinden, tauchen niemals wieder auf. War mein Vater vielleicht ein grauer Wächter? Ich weiß es nicht. What now, Mage? Nothing. Nothing. Right. Any second, I'll surrender to the almighty power of God, Captain, and enslave all mages. What are you talking about? Look out, authority. Ooh. Shut up. Was hat Aveline für Probleme denn? Hui, oh, da ist ein Siegel. Das sieht aus. Ist das Orpheus oder wer? Hui! Ach du Scheiße! Mich erschreckt. Ich dachte jetzt nicht, dass wir das Siegel brechen würden hier ganz plötzlich. Hui. Und er ist tot. Nein, doch nicht. Was geht mit ihm hier ab? Schnell! Eiszauber drauf. Oder vielleicht auch Feuer? Vielleicht bringt das was. Ui! Scheiße, er ist ja explodiert. Ich sehe schon, er wirft jetzt gleich auch irgendwelche Feuerbälle auf uns. Da sollte ich mal mit... Nein, mit Witzen kommen. Zack. Versteinerung bringt, glaube ich, auch nichts, oder? Was macht denn der da? Ah, wir haben den aber gleich. Immer Eis hier drauf. Auch Eis setzen wirklich zu. Glaube ich. Jawohl. Das war's. Let me guess. The first seal. 2000 years. The magic holds. Never broken. Give it the key. Let it take the magic back to itself. Absorb it. All who came before. Führe einen Rechtsklick auf einer der 4 Säulen aus, die einen Siegel zu Korypheus Gefängnis umgeben, um Malcolm Hawk Schlüssel zu verbessern. Hm. Ach so, jetzt können wir uns hier was aussuchen, wie unser Stab gepolt werden soll. Hm, cool. Ja, der hat ja momentan nur Magie drauf. Haben wir irgendwelche Ringe, die sagen mehr Feuerschaden oder sowas? Feuerresistenz? Nein. Gesundheit? Nein. Nö. Was wäre denn geil? Wir haben Feuerzauber, haben wir schon. Kälteschaden haben wir auch. Naturschaden nicht wirklich. Elektrizitätsschaden. Ah. Das kommt immer auf Gegner an, ne? Aber ich glaube, wir nehmen den Elektrizitätsschaden. The blood works. It is good. All this talk about my blood is a little creepy. Are you at least planning to tell me your name? Name? So long since I've said my name. Larius. I was Larius. There was a title too. Commander. Commander of the Grey. He was a warden. Poor wretch must have come down here on his calling. Yes, the calling. The songs get louder. Only death stops them. I am dead. But I never died. Ah ja, dann ist es doch, meine Theorie hat sich hier bestätigt. Der Ruf kam, also wie gesagt, die Träume der dunklen Brut oder die Wirkung, die Einflüsse wurden stärker. Vielleicht kann uns er ja mehr darüber erzählen oder es besser in Worte fassen als ich. Was ist der Ruf? Anders, what are you talking about? Wardens aren't immune to the taint forever. In time, we start to hear voices. The same ones Darkspawn hear. That's when they send you into the deep roads. To die. To die. Was nun? Komplett vom Thema abgewichen. Was nun? I've opened the seal. Will the prison release me? There are more. Follow them in, all the way to the heart. Many locks, only one key. Korypheus calls in the darkness. What waits there? Schnell hinterher, was will er denn mit Korypheus? I'm not listening. We have to do something. His episodes are getting worse. Was anders oder seine? Oder die von dem Larius? Okay, ziemlich strange. Ja, okay, Korypheus hat anscheinend auch aus Macht über ihn, über Larius. Das ist jetzt nicht so geil, wie ich denke mal. Oder denk... Hä? Was rede ich denn hier? Ich bin gerade im Überlegen. Was mit ihm sein könnte, ob er sich gegen uns stellt. Genlock Alpha, oh Mann, muss das sein? Oh. Hauptsache, der weiß, wie man mit dem Schild umgeht. Boah, der hat ja sogar eine Eisenkralle da vorne. Boah, der macht uns jetzt gleich wahrscheinlich total fertig. Wenn ich nicht schnell vereise. Bringt sogar was, cool. Schnell. Okay, auch nicht lange. Ich greife mal von hinten an. Zack. Alter, lass das mal hier. Und Marie kommt man aber so oder so durch, den Schild. Ob der wirklich was bringt, ich weiß es nicht. Hey, der ist schon tot. Cool. Ja, der sah schon nicht leicht aus. Okay, dann bin ich mal gespannt, was das nächste Siegel so auf der Lage hat. Ja, ich glaube auch. Oh, Siegel um Siegel dauert das ja wahrscheinlich noch Stunden. Ich weiß nicht genau, wie lange das dauern soll. Fareles-Ebene, okay. Interesting. Oh, jetzt ein bisschen neblig. Ohne Knochenberg. Oh, ich muss mir die ganze Zeit räuspern. Muss man wieder was trinken, scheiße. Meine Stimme. Hunger stilled, rage smothered, desire dampened, pride crushed. In the name of the Maker, so let it be. Fällt euch auf, dass die Stimme sich fast genauso anhört wie die von Hawk, nur ein bisschen dunkler. Die haben wahrscheinlich den gleichen Synchronsprecher genommen und haben ihm gesagt, um seinen Vater zu synchronisieren oder zu sprechen, soll er einfach ein bisschen dunkler reden. So, sollen wir ihn wieder befreien? Na komm, wir befreien die Dämonen. Ist doch klar, Ehrensache. Oh, Heiltrank. Hui. Das nächste Siegel, Mal der Bindung. Kann ich hier nicht irgendwie draufklicken oder sowas? Hm. Oder bin ich gerade an einem vorbeigelaufen? Ne, hier gibt's nichts, hä? Strange. Wie soll ich ihn denn befreien? Wenn es hier kein Mal gibt. Okay, vielleicht im nächsten Raum. Ne, dann befreien wir den eben nicht. Ne, den Dämon. Hier liegen Zombies rum, ich wette... Ja. Ja, ich wusste es doch. Ich wette... da sind sie doch. Scheiße. So klar immer. Wer hat denn... Hab ich einen magischen Zombie gesehen oder einen Dämon? Den kümmere ich mich sofort, wenn wir hier durchkommen. Wo ist er hin? Da. Gesandter der dunklen Brut. Flop. Wir machen immer gerne gemeinsame Sache mit irgendwelchen Untoten, die dunkle Brut. So, hier habe ich euch alle. Und nochmal hier telekinetische Explosion. Wunderschön. Schlachtfeld ein bisschen auflockern hier. Wird ja sonst langweilig. Lasst mal Varric in Ruhe, heftig. Scheiße, Varric. Rette dich. Oder ich rette dich. So. So war's da schon. Ah, hier ist noch eine Malerbindung. Und jetzt kommt direkt das... Oh, jetzt hätte ich mal vielleicht uns ein bisschen Pause geben sollen. Scheiße. Zack. Artemis ist gleich auch tot. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, Artemis hat wirklich viel Leben verloren. Verzierter Gürtel nehme ich mal nicht mit. Inventar platzt gleich. So, jetzt kann ich das Vieh auch noch befreien. Aber ja, alle geheilt, soweit geht. Hi. Zack. Und das ist natürlich auch... Nein, was? Buchlose? Nein, Elementare! Was wollen die denn jetzt hier? Das finde ich natürlich jetzt nicht so geil. Wo ist Varric? Was machst du denn die ganze Zeit, dass du ihr Hauptziel von allen bist? Heftig. Du solltest mal... Wär's mir mit Lanze des Bogenschützen? Ja, genau. Nein, auf... Auf den da hinten. Ja, genau, so. So. Schauen, ob ich das hier irgendwie noch retten kann. Die vielleicht empfindlich gegen mal Blitze, die Elementare hier. Ich weiß es nicht. Die Abscheulichkeit haben wir schon besiegt, okay. Oh, der ist schon tot. Der auch. Hm, ja. Cooler Leitspruch, finde ich. Hey, da ist ja Geld. Ach nee, das war dieser komische Gürtel. Ja, diesen Leitspruch sollte eigentlich jeder Magier verfolgen. Manche Magier denken sich aber, Blutmagie wäre das Beste für sich. So, da geht es nicht her. Hier gucken wir uns wahrscheinlich wieder... Hier haben wir wieder einen Aussichtspunkt, genau. Hm, interessante Verteilung von Aussichtspunkten hier. Den nehme ich mal mit, glaube ich. Ja, sagst du was. Ich habe Larius, glaube ich, da eben rumflitzen sehen. Schnell mal zu ihm hin. Wenn wir es überhaupt schaffen. Nein, natürlich schaffen wir das. Hallo. Nein. Das ist ja so einer, Genlock Alpha. Achso, ich dachte, das wäre einer, der reden konnte, weil er das Maul so auf hat. Nein, das sieht aus wie... Kennt ihr die Director's Cut Edition von Herr der Ringe? Der dritte Teil von Herr der Ringe. Da gibt es am Ende eine Szene, wo nochmal der Mund von Sauron nochmal zu sehen ist. Den Aragorn schlägt ihm dann den Kopf ab. Das ist vor den Toren von Mordor. die dann geöffnet werden, wo dann der letzte Kampf stattfindet, während Frodo den Ring ins Feuer wirft. So sah der Typ gerade aus. Wie der Typ. Das in der Kinoversion wurde er, glaube ich, rausgeschnitten. Aber dann in der Director's Cut Edition hat man den nochmal reingefügt. Glaube ich jedenfalls. Ich glaube schon. Hui. Oder in der normalen DVD-Version. Hui. Hallo. Skelette. Krone von Dumat. Die Schrift auf diesem alten Pergament ist kaum noch lesbar. Es scheint sich jedoch um ein Ritual der Stille zu handeln. Demütig wirst du dich dem Altar nähern. Wisse, dass du in der Gegenwart Dumats sein wirst. Neige dein Haupt und sprich: Gepriesen seist du, Dumat. Schweigend und stark, verborgen und weise. Wir bringen dir Geschenke, Opfergaben, die deiner Erhabenheit würdig sind. Okay, alter Dumat. Irgendeinen religiösen oder zeremoniellen Zweck zu dienen. Okay, dann, wo ist denn hier der Altar? Oder wo ist überhaupt irgendein Altar? Vielleicht können wir das Ritual mal durchführen. Mal schauen, was passiert. Wieso nicht? Rituale mache ich immer gerne. Führe ich gerne durch, ist mein Hobby. Komische Rituale suchen und ausführen. Hallo, Altar. Eine ungewöhnliche Entdeckung. Die Kreatur kann sprechen. Und sie hat einen Namen. Korypheus. Wir sind schon zuvor dunkler Brut begegnet, die Worte benutzte. Aber keine dieser Kreaturen besaß ein individuelles Bewusstsein, das groß genug gewesen wäre, um sich selbst einen Namen zu wählen. Dieser Korypheus scheint unter der dunklen Brut einzigartig zu sein. Und er hat viele seiner Brüder um sich geschart, die ihm folgen. Es wäre Verschwendung, eine derartige Kreatur zu töten. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, sie einzufangen und irgendwie zu zähmen, könnte sich ihr unnatürlicher Einfluss auf die dunkle Brut vielleicht zu unserem Vorteil auswirken. Natürlich wird sich die dunkle Brut niemals den Befehlen von Menschen beugen, aber dieser Korypheus scheint in gewissen Momenten mehr Mensch als Tier zu sein. Ich habe mich mit ihm unterhalten, und obwohl seine Gedanken wirr und unmenschlich sind, verwendet er die Tevinter-Namen, wenn er über die alten Götter spricht. Ich frage mich, ob er vielleicht überhaupt nicht zur dunklen Brut gehört, sondern möglicherweise ein Ghoul ist, der durch das Ausmaß seiner Verderbtheit zu einem vollkommen neuen Wesen wurde. Ich empfehle, dass wir nach einer Möglichkeit suchen, Korypheus einzufangen und ihn an einem Ort unterzubringen, an dem er sowohl vor dem Menschen als auch der dunklen Brut sicher ist. Dann könnten wir sein einzigartiges Wesen untersuchen. Ach, ist natürlich klar. Er ist ein Wächter, okay. Das ist natürlich klar, dass sie ihn untersuchen wollten und dann alles schief ging. Ach, altes Story wieder. Ach, nur Scheiße hier. Was ist das denn? Ich sollte nicht mehr alte Truhen untersuchen. Viel leid. Ich weiß, da ist nur Scheiße drin. Ich sollte es trotzdem nicht mehr tun. Ach, hallo. Wie geht es denn? Alles gut hier? Na los, mach doch. Na, viel zu spät hier. Flapp. Nicht mit mir hier, seid gleich ihr tot. Meinen mächtigen Zaubern kann keiner widerstehen. Ha. Klasse. Oh, wieder ein. Ah, ein Dämon der Wollust. Bound here for eternity. Hunger stilled. Rage smothered. Desire dampened. Pride crushed. In the name of the Maker. So let it be. So let it be. Let it be, let it be. War das nicht so ein Song von den Beatles? Let it be. Ich habe die Melodie gerade nicht im Kopf. Let it be. Nein, weiß ich nicht mehr. Scheiße. Okay, sollen wir die auch befreien? Ach komm, wir haben eh keine Hobbys. Als Hawk. Keine Hobbys. Das klingt so traurig. Also, wieso nicht? Besser Dämonen zerstören, als einzusperren. Und zack. Schnell nochmal eben hier vereisen und so ein Scheiß. Oh, wird gar nicht so gut, wie ich dachte. Ah, das Vieh haben wir gleich. Sage ich euch. Moment, wie viel hat mein Stab eigentlich dazu bekommen? 4 Elektrizitätsschaden, okay. Cool. So, spürt das Gewitter in Zorn von Thor, von Zeus. Wem auch immer. Von mir. Oh. Hui, die sind ja alle hier auf einer Stelle. Die Chance soll ich mal nutzen hier. Noch ein paar Zauber wirken, die hier ein bisschen größeren Radius haben. So. Der Dämon der Wollust ist gleich auch weg. Klasse. Ja. I've bought our freedom, Leandra. We can go home now. Us and the baby. We'll be together. I hope it takes after you, love. I would wish this magic on no one. May they never learn what I've done here. The baby? He's talking about me. All those things he did for us. For his family. It must be overwhelming to hear your father's voice again. How are you feeling? Ich bin froh, ihn gehört zu haben. Father always liked popping out of nowhere to startle us children. It would make us scream with laughter. It's nice to know that hasn't changed. Ja, schön. Quest absolviert. Malcolms Testament. Sämtliche Dämonen, die Malcolm Hawk gebunden hatte, wurden besiegt. Okay, dann ist Korypheus jetzt auch ein Dämon, der von ihm... Nein, ist okay, ist kein Dämon. Aber ich dachte, Korypheus wurde auch von ihm hier gebunden. Gemeißeltes Totem. Was machen die Zombies denn hier? Schnitzen die Totems, hä? Oder meißeln die Totems, hä? Komisches Hobby. Ich meißel auch gerne Totems. Ja, Puppen. Also Barbie-Puppen. Oh Mann. Und hier ging es nicht weiter. Ja, genau. Da können wir mal trotzdem mal reinschauen in den linken Raum hier. Ah ne, da ist ein... Ach, da ist ein Genlock Alpha. Ich dachte gerade, die Tür wäre zu. Klasse. Komm, noch mehr hier. Heftig, was er für Anabolika genommen hat. Und der so groß wird, wenn man die im Vergleich hat. Genlock Alpha. Nein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Bin ich ja fast tot. Boah, nächstes Level ab direkt heilen erlernen. Das ist jetzt mein Hauptziel gerade. Zum Glück habe ich sogar eine Zauber, damit ich die alle direkt wegbashen kann. Sonst wäre ich ja hier total am Arsch. So. Maker, take you! Nochmal den hier oder sowas. Hui, der ist ein bisschen zersplittert. Zack. Verruchtes, ich dachte, da steht verrücktes Beil der dunklen Brut. Oh ja, die Waffen sind hier auch total verrückt. Hey! Lasst Aveline und Artemis in Ruhe. So geht das nicht. Ihr könnt euch übrigens selber entscheiden, ob ihr wollt, dass Artemis ein Weibchen oder ein Männchen ist. Artemis ist ja eigentlich eine griechische Göttin, die Göttin der Jagd, also eher weiblicher Name. Aber wenn ihr Artemis Fowl gelesen habt, eine meiner Lieblingsbücher, meine Romanreihe. Hallo, ich will Dumats Opferdolch. Erhebe dein Gesicht und deine Hände zum Himmel und sprich die Worte: O Dumat, O Herr der Stille, nimm diese in deinem Namen dargebrachten Opfergaben, gewähre uns Macht und alles, wonach wir streben, okay? Dann wisst ihr auch, dass im dritten Buch Artemis selber erklärt, dass damals der Name auch an Leute vergeben wurde, die gut bei der Jagd waren. Also auch Männer. Tja, also Artemis ist auch ein Jungname, deswegen würde ich einfach mal spontan sagen, ist ein Junge, aber wenn ihr wollt, dass es ein Mädchen ist, der Hund, dann denkt einfach, es wäre ein Mädchen. Ich glaube bei den, ich weiß nicht, woran man sieht bei den Mabari. Bei mir sehen irgendwie, oder ich denke, alle Mabari sehen gleich aus. Keine Ahnung. Oder alle Hunde und Männchen und Weibchen sehen auch gleich aus, oder? Ja, ich kann das auch nicht unterscheiden, okay. Wenn ihr Hundekinder seid, dann wisst ihr das vielleicht. Keine Ahnung. Ich müsste direkt schon im Schritt gucken, um zu sehen, ob das ein Männchen oder Weibchen ist. So, da hinten ist das nächste... Ach, ich dachte, das wäre wieder eine Tür. Oh nein, Oger auch noch. Ich glaube, ich kack ab hier. Unglaublich pervers. Nein, er wirft was ab und nein! Oh, ich wollte weggehen, aber es ging nicht. Er ist gegen die Wand gelaufen, der Oger. Ist ja doof. Zack. Oh, der hat ordentlich Schaden gemacht, die Steinfaust. Ja, Oger sind schon längst nichts mehr für uns. No, you fool! Wie geil, dass ich einfach von der Entfernung angreifen kann. Huch! Hör, hör, nein, was? Ach Gott, das gibt's doch nicht. Einmal nicht drauf geachtet, dann... Nein! Er prügelt mich! Heftig! Boah, er hat mich einfach angeguckt. Der hat mich einfach so mies angeguckt und mir eine geballert. Mitten in die Fresse. Boah. So ein Arsch. Ich glaube, ich speichere nochmal, nachdem ich hier die kleine Geldbörse mir angeeignet habe. Korallenbruchstück. Wer hat denn in seiner... Wer hat in seinem Portemonnaie denn ein Korallenbruchstück drinne? Ich glaube, es hackt. Will ich mal ein bisschen Geld machen? Dann finde ich nur so eine Scheiße. Immer wieder dasselbe. So. Das sieht nach... Ich kann es nicht identifizieren. Ich befreie es mal hier. Hi. Okay, das ist jetzt eher fleischlich, nicht so ein Feuerdämon. Was, das sind mehr? Arsch, das sind 3? Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Wie mache ich das denn jetzt hier? Nein, ich kann doch nicht mal den Zauber richtig ausführen hier. Okay, das andere ist eine Illusion. Erinnert mich irgendwie an Awakening, wo wir diese eine Baronin dann da befreit haben aus dem Nichts und dann... Hey! Okay, so ein paar sind davon irgendwie unecht. Also die Baronin, die wir damals in Awakening da rausgeholt haben. Die sah ja dann auch so aus, als sie sich dann ihre wahre Gestalt gezeigt hat, ne? Zack! Funktioniert der Versteinerung? Ich glaube nicht. Nur da hinten ist der echte. Na los! Gleich haben wir das Vieh. Kein Problem. Und jawohl. Mana-Ausdauerentzug, Säule der Rüstungsdurchdringung, Säule der Angriffsgeschwindigkeit, Säule des Gesundheitsentzugs. Des Gesundheitsentzugs? Oh, kriegen wir dann Gesundheit, wenn wir... das ist natürlich geil. Wenn ich gleichzeitig Gesundheit ziehen kann. Ich glaube, Gesundheit ist ganz cool. Oder Angriffsgeschwindigkeit? Ne, ich glaube, Gesundheitsentzug. Cool, dann kann ich ja den Stab für sonstige Sachen echt gut gebrauchen. Oder für nach dem DLC. Wenn ich ihn immer weiter aufwerten kann. Geil. Cool. Das zweite Siegel wurde gebrochen und seine Macht wurde in den Schlüssel übertragen. Finde die restlichen Siegel und brich sie, um das Herz des Gefängnisses zu erreichen. Komisch, dass mein Vater das nicht gemacht hat. Get out of my head. Come on, Blondie. You're strong enough to overcome this. Heftig, dass er selbst als grauer Wächter da noch drunter leidet. Skelettiert der Leichnam, okay. Unter den wahrscheinlich Rufen der... Ne, ist nicht besser als meine. Rufen von Korypheus, das ist heftig. Aber anscheinend haben wir uns nach dem DLC so eine Statue mitgenommen in unser Haus, sonst hätten wir ja nicht so einen Teil da stehen. Hey, Larius. He is waking. The magic grows lax. He feels us walk where no step goes. Wer wacht auf? Are you talking about Korypheus? He calls like an old god. He mimics their cry.